Hallo und willkommen nach einer langen Zeit mal wieder zu den RM News am Sonntag. Und das sind die heutigen Themen. Wir beginnen mit Star Wars Old Republic Update 5.1. Das ist ja letztens rausgekommen. Es gab auch schon einen kleinen Patch dazu, wo jetzt auch mal das mit dem Aufstand hoffentlich gefixt ist. Das werden wir uns bald angucken. In den nächsten paar Folgen mal schauen, vielleicht auch schon heute. Mal gucken, wann ich anfangen werde. Und in dem zweites Thema und noch letztes wird es dann wieder um meinen Kanal gehen. Und zwar in den nächsten Projekten, da habe ich auch schon mit jemandem drüber gesprochen. Der hat mir schon ein paar Spiele geschrieben. Mal schauen, ob ich irgendwas davon spielen werde. Werde ich dann dort sagen. Aber dann geht es ins erste Thema. Im ersten Thema geht es ja um das Star Wars The Old Republic Update 5.1. Und da werde ich euch gleich schon mal einen kleinen Entwicklerpost reinmachen. So, hier sehen wir nur den Post von Erik Musko. Und zwar, es kam wieder am 26. Januar ein Livestream. Das war ja wieder der Donnerstag, genau. Ja. Und zwar steht ja da, am Dienstag veröffentlicht wir Spielupdate 5.1, Defend the Throne, also Verteidige den Thron, ist jetzt wieder im Englisch, aus dem englischen Forum. Dort steht es leider nicht drin. So, dann, was gab's denn? Es gab Master-Bonus-Kapitel, die habe ich ja schon in einer der älteren News-Folgen angekündigt. Dann gibt es die 5 neuen Aufstände, von denen habe ich ja schon mal erzählt. Dann noch ein paar Änderungen am galaktischen Kommando. Wir wissen, dass die Änderungen 5.1 nur der Anfang sind. Wir sind auf der Suche nach Vereinfachungssteller. Und wir machen als freundliches Getriebe des GCs. Wir sind auch auf der Suche nach immer den Quarantrangsteller hochzukriegen. Also, bisschen schlecht übersetzt, wie der typisch Google-Übersetzer, aber... ja. So, dann. Im April kommt dann ungefähr im April steht hier ja... Ja, ich weiß nicht, ob mit meiner Wurst drüber, das sieht ja eben nicht, was ein Bild ist. Da kommt das Spielupdate 5.2 und was da rauskommen wird, das ist wieder mega geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. April wird das in 2 Monaten. Wieder super. Weiß nicht, ob da mein Abo noch läuft. Brandneue Geschichte, eine Storybogen auf Iokaf. Also es war der Planet aus Kotet, Knights of the Eternal Throne. Das war, glaube ich, der erste neue, wenn ich mich jetzt nicht... genau, das war der erste neue, danach kam das Thema, der hat ja noch keinen Namen gehabt. Ja, und da wird es eine komplett neue Story geben. Ich hoffe mal, dass die für alle ist und nicht nur für Abonnenten, weil das wäre wieder richtig dumm. Das Imperium und die Republik kämpfen über die Kontrolle über den Planeten und sie, wie die Allianz-Kommandant wählen, wer zur Seite ist. Okay, das ist wieder ein bisschen schlecht übersetzt, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also, was mit Iokaf auf jeden Fall. Dann wird es zwei zurückkehrende Begleiter geben. Und zwar wird man Malawai Quinn, ich glaube, das war, warte, welche Gefährte waren das? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder Elara und Elara Dorn. Das ist vom Soldaten. Also, wer die noch nicht hat, kann die sich jetzt wiederholen. Und dann, nachdem man die Geschichte von Iokaf beendet hat, öffnet sich das ein neuer täglicher Bereich. Das heißt, also, man kann wahrscheinlich dort dann, wie auf Zios, dann eine Story machen. Also dann täglicher danach. Weil auf Zios auch so. Zios konnten wir leider die Story nicht mehr machen, weil ich schon das danach gemacht hatte. War ein bisschen doof von mir. So. Also, das hatte ich mich ja schon mal gefragt, ob es das jetzt noch gibt. Habe ich auch mal nachgeguckt. Den Planeten selber kann man momentan nicht mehr bereisen, wenn man das schon gemacht hat. Ja, und dann kommen mit Iokaf, ist der erste Chef einer Operation, okay. Wahrscheinlich meinen hier mit Boss. Ja genau, das ist der erste Boss der neuen Operation, jeder nachfolgende Boss wird in der Zukunft veröffentlicht werden. Mit der gesamten OP komplett veröffentlicht in diesem Jahr. Okay, das heißt, es dauert noch ein bisschen. Also wir planen einen öffentlichen PTS, ich glaube das bedeutet öffentlicher Testserver für 5.2 in den nächsten Wochen, weitere Details folgen. Okay, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was sie jetzt damit meinen. Ich gucke mal ganz kurz, was das heißt. So, ich habe ganz kurz nachgeguckt. Also PTS heißt wahrscheinlich Public Test Server, also öffentlicher Test Server. Können wir uns ja auch angucken, wenn wir das möchten, können wir uns auch mal angucken auf dem Client. Ich weiß zwar gar nicht, wie das jetzt genau ging, aber werden schon rausfinden. Nächste Woche mal gucken, was dann da steht. Also ich werde auf jeden Fall das Forum im Auge behalten, ihr hoffentlich auch. Findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Also einmal hier die deutsche Variante, die englische und die englische übersetzte, also die englischen deutschen übersetzte, also so wie ich es jetzt hier gerade habe. Ja, packe ich euch alle Links in die Beschreibung. Und ja, da würde ich jetzt sagen, kommen jetzt noch, wo ich jetzt noch, wenn ich auch was, gucke ich jetzt mal, ob ich noch ein paar allgemeine Sachen finde. Jo, ein bisschen was habe ich noch. Und zwar habe ich noch zwei Bilder für euch. Und zwar einmal ein Bild von der OP selber. Das ist denn dieses hier. Der ist ein bisschen verpixelt, aber da kann ich jetzt nichts für. Aber man erkennt ja trotzdem immer ein bisschen was. Und da sehen wir auf jeden Fall einen
Weg in ein riesiges Haus, wo unter dem Weg auch so ein bisschen Lava ist, oder was das darstellen soll. Weiß nicht genau, oben steht auch nur New Operation, das heißt, also, darauf freue ich mich. Auf jeden Fall, aber werde ich wahrscheinlich aber nie mehr spielen, weil ich spiele keine OPs. Ja, mal gucken, wann das kommt. Als nächstes haben wir den ersten Boss mit dem Namen Tüt oder TÜV. Wahrscheinlich soll es TÜV heißen. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein... Ich würde eigentlich fast schon sagen Typ von Castle Clash, aber das ist eigentlich falsch. Also wie ein Held auf jeden Fall. Also richtig stark sieht er auf jeden Fall aus. Ich weiß gar nicht, wie fett er in Wirklichkeit ist. Wird wahrscheinlich das ein riesiges Vieh sein. Mal gucken, wie das wird. Er hat auf jeden Fall auch so ein komisches rotes Teil. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Irgendwie so eine Lichtfinger oder sowas. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Ja, und da würde ich jetzt sagen, gucke ich nochmal, ob ich noch ein paar allgemeine Sachen finde. Nee, das war's für dieses Thema. Deswegen würde ich jetzt sagen, springen wir jetzt erstmal ins zweite Thema. Das zweite Thema war dann die nächsten Projekte auf meinem Kanal. Und dazu werde ich euch jetzt erstmal einen Kommentar einblenden. So, hier haben wir den gesagten Kommentar von Dennis. Gut, da steht oben vor 2 Tagen, sieht daran, dass ich das jetzt gerade fotografiert habe. Sie haben nicht fotografiert, sondern einen Screenshot gemacht habe. Sondern dass da oben nicht wundern, warum das so schwarz ist, das habe ich rausgenommen, weil das gehört hat, das nichts mit dem Thema zu tun, deswegen habe ich das rausgenommen. Ich hoffe mal, du hast nichts dagegen, dass ich jetzt hier deinen Namen zeige. Weil ich sag mal so, der Kommentar ist eh öffentlich, deswegen ist es im Prinzip sowieso egal. Und ich mache den Namen generell nur raus, wenn da irgendwas Dummes drin steht. Und da steht ja nichts Dummes drin. Und zwar, zu dem Spiel, ich bin ja selber ein MMO-Spiel, selten bis die Singleplayer-Spiele. Gut, ist mir halt im Prinzip eigentlich egal, was ich spiele. Ob es jetzt nur ein Multiplayer oder ein Singleplayer-Spiel ist, ist völlig egal. Also Einzelspieler oder Mehrspieler. So, dann MMOs für Free-to-Play, Star Trek Online, Herr der Ringe Online, Grafik ist leider verändert, aber mit guter Story. Story finde ich immer gut. Dann Rift, habe ich noch nie gehört. Finde ich persönlich interessant. Und Terra, auch ein persönlicher Favorit beiderseits. Oh. Also kein Free-to-Play. Aber Test lohnt sich, um Vergleich zu ziehen, um zu sehen, was dein Rechner leisten kann. Also mein Rechner kann eigentlich alles leisten. Der ist hat für 700 Euro gekauft. Und selbst zusammengebaut. Final Fantasy 14. Habe ich mal gehört, aber noch nie gesehen. Ich muss sagen, er hat auch da unten geschrieben, ich soll mir Videos davon ansehen. Habe ich natürlich wieder total vergessen, bevor ich diese Folge angeschaut habe. Aber ich würde sagen, ja, was steht da noch so? Für mich das irgendwo mit der besten Grafik in einer tollen Community. 14 Tage kann man das Spiel besten. Testen bis maximal Stufe 30 lohnt sich alle mal das Spiel und bietet einfach so viel. Ja, die Frage ist jetzt, werde ich irgendwas davon spielen oder nicht? Ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht komplett, aber na gut, mal schauen, was ich so bringen kann. Ich muss auch gucken, ob die Spiele alle wirklich, also ob man die wirklich kostenlos bekommt. Da hat er aber auch noch irgendwas runtergeschrieben. Ich kann aber jetzt kurz gucken, was da stand. So, ich habe nochmal geschaut, und zwar bisher habe ich bei allen Spielen ein kostenloses Spiel gefunden. Das heißt also, man kann es auf jeden Fall kostenlos spielen, ja. Bei irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr welches das war, ich glaube das war Star Trek. Ich habe, der hat mir auch in den nächsten Kommentaren danach auch noch die ganzen Links dafür geschickt. Habe ich auch geschrieben, ja. Aber ich wollte es natürlich auch so ein bisschen, also ich spiele jetzt, fange jetzt hier nicht irgendwas anzuspielen, was dann der ganzen Community dann gar nicht interessiert. Deswegen wollte ich jetzt nochmal in diesem Video auch noch einmal euch fragen. Was von diesen Spielen oder auch andere Spiele, wenn euch gar keins davon gefällt, gefällt euch? Oder wollt ihr unbedingt auf meinem Kanal sehen? Aber es muss aber auch sein, was mich selber auch was interessiert. Also die Sachen, die da sind, ja gut. Ich sag mal so, ich muss das erst immer sehen, das Spiel, um zu schauen, ob es mich interessiert. Oder ob ich es gerne weiterspielen möchte. Zum Beispiel Star Trek habe ich nie gespielt, Herr der Ringe eigentlich auch nicht und die anderen zwei kenne ich gar nicht. Final Fantasy habe ich nur mal gehört, aber gespielt auch noch nie. Rift und Terra habe ich bisher noch nie gehört. Deswegen wollte ich jetzt auch nochmal die ganze nicht vorhandene Community, da fragen. Welches dieser Spiele, oder falls ihr einen anderen Vorschlag habt, vielleicht auch irgendwas zu Star Wars oder sowas, das Star Wars spiele ich immer gerne. Welchen Vorschlag habt ihr? Ja, dann werde ich es vielleicht in den nächsten News, also ich habe auch eine Umfrage unter dem letzten Video gemacht. Ich könnte das Video, wenn ich dran denke, ja mal per Infokarte oder sowas verlinken. Mal schauen, ob ich das mache.
Da gab es bisher nur zwei Antworten. Einmal für Star Wars The Republic weitermachen, einmal für ein anderes Projekt. Ich denke mal, das wird er gemacht haben. Wird er auch gewählt haben. Irgendjemand hat da noch. Das Problem ist, man sieht immer nicht, wer das gemacht hat. Das ist das Problem. Also, ihr könnt da auch gerne weiterhin abstimmen, was ihr gerne sehen möchtet. Da gab es eine Menge Auswahl. Fünf Auswahl habe ich auch gemacht. Also müsst ihr aussehen, was ihr gerne sehen wollt. Deswegen kann ich jetzt leider bisher noch keine Entscheidung treffen. Was auf jeden Fall in nächster Zeit kommen wird, werden die fünf neuen Aufstände sein. Ja, in Star Wars The Republic. Die werde ich auf jeden Fall auf meinem Kanal bringen. Mal schauen, wann ich anfangen werde. Jetzt wahrscheinlich noch nicht. Weil ich habe dafür jetzt noch kaum Zeit. Ja, also falls ihr Spielideen habt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Ja. Dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon wieder mit dieser News-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie es hat, dann würde ich mich auf jeden Fall dafür freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auf gar keinen Fall auf den Dislike-Button drückst, sondern nur auf den Like-Button. Der Dislike-Button ist so komplett verboten, der darf nicht gedrückt werden. Und falls ihr darauf enden spielt, auf +1. Und dann würde ich sagen, das war's. Bis bald. Ciao.